Für eine Tour quer durch Frankreichs berüchtigte Vorstädte muss man wirklich einen guten Grund haben. Diese Bahn hat einen. Sie macht Werbung. An Bord kein einziger Tourist, das wäre zu gefährlich. Auf der Lok ein Vorstadtrapper, der jetzt auch Radio macht. Hier ist die Tournee von Alibi Montana und RTSF. Wir kommen zu euch, in eure Städte. Alibi Montana, RTSF, wir sind euer neues Radio. Die Werbebahn fährt an diesem Tag durch die gefährlichsten Vorstädte von Paris. Das geht nur, weil Alibi Montana auf der Lok sitzt. Vor ihm haben sie hier Respekt. Das neue Radio, ein Hilfsprojekt. Es will der Jugend der Vorstadt eine Stimme geben. Wo Alibi Montana heute Autogramme schreibt, hat er früher Drogen verkauft. In La Courneuve, 12 Kilometer von Paris entfernt. Er ist hier aufgewachsen. Ladet das Radio runter, Kinder. Er ist einfach der Beste. Der ist nicht objektiv, das ist mein Cousin. Ja, das ist Familie. Mann, wir haben uns ewig nicht gesehen, das freut mich total. Das ist super. Er ist der erste Rapper aus La Courneuve, der richtig bekannt geworden ist. Jetzt sind wir dran. Alibi hält bewusst in den sensiblen urbanen Zonen. Das ist die offizielle Bezeichnung. 4,5 Millionen Menschen leben in diesen Problemvierteln. Dort mischen sich 80 Nationalitäten oder mehr, Konflikte vorprogrammiert. Hier konzentrieren sich alle sozialen Probleme. Die Armutsrate ist überdurchschnittlich hoch, die Arbeitslosigkeit und die Kriminalitätsrate auch. Und seit neuestem machen sie Schlagzeilen als Schauplatz der islamistischen Radikalisierung. Deshalb will hier, außer dem Reklamezug, eigentlich niemand gerne anhalten. Hier wird gedealt, hier gibt es Waffen und es ist sehr leicht, da reinzurutschen. Die Jugendlichen machen das am Anfang nicht, weil es ihnen Spaß macht. Sie brauchen Geld. Wenn du keinen Job hast, dann kommen Leute, die dir sagen, hier, ich habe da was für dich, damit kannst du dir endlich etwas leisten. Und dann rutschen viele in die Kriminalität ab. Das ist der Pate des Radios. Er ist Lokalpolitiker eines Problembezirks und wird einer der ersten Talkgäste sein. Diese Viertel haben einen miesen Ruf. Aber die Gründe liegen auf der Hand. Das Problem ist doch, wenn die Kinder einer Republik sich von ihr nicht repräsentiert fühlen, dann hat diese Republik ein Problem. Clichy-sous-Bois 2005. Weil zwei Jugendliche bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei sterben, zünden die Kinder der Vorstädte Autos und öffentliche Gebäude an. Flächenbrand in ganz Frankreich. Zum ersten Mal redet die ganze Welt darüber, was in Frankreichs Vororten schiefläuft. Toulouse 2012. Ein radikaler Islamist erschießt 3 jüdische Kinder, einen Lehrer und 3 Soldaten. Mohamed Merah, ein Kleinkrimineller aus dem Problemvorort Le Mirail. Er bezeichnet sich selbst als Kämpfer des Heiligen Krieges. Der Junge aus der Vorstadt wurde zum radikal-islamischen Killer und er blieb nicht der Einzige. Paris 2015. Allahu Akbar rufen sie und wir haben den Propheten gerecht. 12 Tote beim Anschlag auf das Satiremagazin Charlie Hebdo. Die Täter Said und Sherif Kouachi. Sie wurden von einem Prediger in einem Pariser Problemviertel radikalisiert. Sie planten ihre Attentate nicht allein. 2 Tage später. Anschlag mit Geiselnahme in einem jüdischen Supermarkt. 4 Menschen sterben dort. Der Täter Amedi Koulibaly. Er kommt aus Grigny, einem Pariser Vorort, schon wieder. Die Banlieue, Frankreichs schwierigste Problemzone. Seit den Attentaten reden alle wieder über die Vororte, in Frankreich und in der Welt. Amedi Koulibaly aus Grigny hatte sich zum Islamischen Staat bekannt, in einem Video. Vor den Attentaten saß er mehrmals im Knast. Dort war er später radikal geworden.
Immer mehr geraten Frankreichs Gefängnisse in den Fokus, als Anstalten der Radikalisierung. Terrorgruppen wie der Islamische Staat scheinen dort ihren Nachwuchs zu rekrutieren. Für ihn ist der Knast ein Arbeitsplatz. Foudil Benabadji ist muslimischer Seelsorger im Gefängnis von Chambéry in den französischen Alpen. Seit 1992. Vorher gab es diesen Job gar nicht. Er war der erste in Frankreich. Viele Gefangene, die er betreut, kommen aus den sozialen Brennpunkten. Die sozialen Probleme dort spielen Radikalen in die Hände. Kameras sind in der Haftanstalt nicht erlaubt. Das Thema Radikalisierung zu heikel im Moment. Hier im Gefängnis erben wir diese Leute. Sie kommen oft aus den schwierigen Stadtvierteln. Da spielt sich das ab. Die Leute werden dort schon radikalisiert, weil sie sich in einer Notsituation befinden. Sie sind labil. Sie werden dann von Imamen an die Hand genommen, die gar keine Ausbildung haben oder die gefährlich sind. Frankreichs Justizministerin muss Lösungen finden. Aus keinem europäischen Land sind so viele Dschihadisten nach Syrien oder in den Irak gegangen. Was tun, wenn sie zurückkehren? Das Problem der Radikalisierung innerhalb und außerhalb der Gefängnisse wurde lange verkannt oder verharmlost. Das ist doch entsetzlich. Diese Leute haben gesehen, wie Menschen enthauptet wurden oder haben sogar selbst daran teilgenommen. Wenn ich diese Gräueltaten auf YouTube sehe, da stellen sich viele Fragen. Wie wollen Sie diese Leute betreuen, die aus den Kampfgebieten zurückkommen? Das ist ein riesiges Problem für Frankreich und auch ein Kompetenzproblem in den Gefängnissen. Darauf sind wir nicht vorbereitet. In der Haftanstalt Fleury-Mérogis am Stadtrand von Paris ist der Terrorist Amédi Coulibaly radikal geworden. Alibi Montana kennt das Gefängnis sehr genau. Auch er hat hier 4 Jahre seines Lebens verbracht. Er saß wegen Mordversuchs, weil er damals, als er dealte, auf den Chef einer verfeindeten Bande schoss. Das Gefängnis war für ihn ein Wendepunkt. Aber für viele ist es der Start in eine noch professionellere Gangsterkarriere. Im Gefängnis triffst du auf Experten in vielen verschiedenen Sektoren des Verbrechens. Der Neue, der wenig Erfahrung hat, kommt in ein System, in dem er sich weiter qualifizieren kann, wenn man so will. Er wird beraten von Leuten, die Erfahrung haben in allen Verbrechensbereichen. Er bekommt dort eine Art Adressbuch. Und wenn er aus dem Knast herauskommt, ist er viel besser gewappnet und viel gefährlicher als vorher. Anfangs hatte Alibi sich Sorgen gemacht, als sein kleiner Bruder ihm vor ein paar Jahren sagte, dass er jetzt auch zum Islam konvertiert sei. Aber er ist nicht radikal geworden. An diesem Freitag hat er sich kurz mit ihm verabredet, in der Tiefgarage. Er will ihm ein paar Flyer geben. Werbung für das Radio, die er in der Moschee verteilen soll. Alibis Bruder Ali Nu ist ein paar Jahre jünger. Auch er hat eine Zeit gesessen. Zur gleichen Zeit wie der Supermarktattentäter Coulibaly. Ja, ich habe ihn da gesehen. Als ich meine Strafe abgesessen habe, war der auch da. Hat er ihm etwas angemerkt? Das denkt man ja von niemandem, bis es passiert. Ich habe ihn nicht anders wahrgenommen als die ganzen anderen Gefangenen. Ich finde das einfach nur schade. Aber wie die Radikalisierung im Knast funktioniert, das hat er mehr als einmal deutlich gesehen. Sie suchen sich die Leute aus, die labil sind und nie Besuch bekommen. Sie machen ihnen klar, die da draußen haben dich hängen lassen, wir sind deine Familie. Sie geben ihnen zu essen und helfen, wo es geht. So lange, bis der Gefangene wirklich glaubt, dass diese Leute die Wahrheit sagen. Und danach fangen sie an. Sie sagen dem Gefangenen, der Staat ist schlecht, er hindert uns daran, unseren Glauben richtig zu leben. Das müsste eigentlich ganz anders sein und so weiter. Der Gefangene hat am Ende eine Gehirnwäsche hinter sich von Leuten, die ihm immer nur Gutes getan haben. Wenn er aus dem Gefängnis kommt, ist er kein Mensch mehr, sondern eine Maschine, die man leicht fernsteuern kann. Dann muss er los zum Freitagsgebet.
Fudil Benabadji ist auch zu Hause Seelsorger. Heute hat er Besuch von Nureddin. Er hat vor ein paar Tagen die Haftanstalt verlassen. Gefangener ist er immer noch. Er trägt eine Fußfessel und darf sein Haus nur stundenweise verlassen. Mir hat die Familie gefehlt, die familiäre Unterstützung. Ich habe den Seelsorger wirklich gesucht und brauche ihn auch jetzt noch. Man hat das Gefühl, da ist einer. Und er ist wirklich für einen da. Fudil Benabadji hört zu, fragt, genau wie im Knast, wenn er sich mit den Gefangenen in ihren Zellen trifft. Sag mal, der Islamische Staat, verhalten die sich korrekt? Nein. Warum denken die anders als du? Warum sind die so? Der IS, das ist ein großes Thema. Und wenn ich ehrlich bin, will ich dazu gar nicht richtig viel sagen. Man muss ja mal sehen, dieser Staat ist aus einer sehr großen Wut entstanden. Fudil Benabadji will wissen, wie die Stimmung ist, wenn er nicht da ist. Er hat gehört, dass es Gefangene gibt, die darüber nachdenken, in den Dschihad zu ziehen. Deine Ansichten sind ja vernünftig, aber hast du den Eindruck, dass da andere Leute dagegen arbeiten, gerade wenn der Seelsorger weg ist, dass die Nase voll haben, dass sie auch gern nach Syrien wollen oder so? Ja, darüber wird schon gesprochen, beim Spaziergang. Da darf man sich nichts vormachen. Es gibt Leute, die darüber sprechen. Aber das sind oft junge Leute, die überhaupt keine Ahnung von Religion haben. Ich sage denen dann, du sagst, du willst nach Syrien, du redest über den IS, aber du betest ja nicht mal richtig. Das meine ich. Dann muss er gehen, schnell, sonst schlägt die Fußfessel Alarm. Auch die Alpenstadt Chambéry hat ihr Problemviertel am Stadtrand. Jeder hier kennt Fudil Benabadji. Er betreut viele Familien, deren Kinder er aus dem Gefängnis kennt. Sein Leben ist untrennbar mit den Vorstädten, ihrer Entstehung und ihrer Entwicklung verbunden. Fudil Benabadji ist selbst Einwanderer, aufgewachsen in Algerien. Damals war Frankreich die ungeliebte Kolonialmacht. Dann kam der Unabhängigkeitskrieg. Anfang der 60er Jahre flüchteten viele, auch er. 17 war er, als er nach Frankreich kam. Mit 100.000 anderen Flüchtlingen und französischen Heimkehrern kam er in das Land, das er bis dahin nur als Beherrscherstaat kannte. Ich war überwältigt von all den Eindrücken. Ich sah da Arbeiter auf Baugerüsten. Ich war völlig überrascht. Das waren Franzosen. Das hatte ich noch nie gesehen. In Algerien haben immer nur die Araber gearbeitet. Die Franzosen, die haben geherrscht. Das war normal, das hat man eben so hingenommen. Frankreich brauchte die Einwanderer als Arbeitskräfte, ähnlich wie Deutschland seine Gastarbeiter. In den 60er Jahren boomte die Industrie, der Städtebau kam nicht mit. Der Staat ordnete den Bau von Containerdörfern an, Transitstädte nannte man sie. Schnell wurden sie zu Armenghettos am Stadtrand. Fudil Benabadji gehörte zu denen, die sich schnell zurechtfanden. Er mochte Frankreich. Er bekam einen Job in einer Transitstadt als Sozialarbeiter. Arbeit mit Jugendlichen in Schwierigkeiten, das war sein Ding. Probleme gab es in den Übergangslagern genug. Man hat die ganze Armut der Welt da zusammengepfercht. Alles, was nicht zusammenpasste. Zigeuner, so sagte man das damals, und die Maghrebiner. Die verstanden sich überhaupt nicht. Ich war in einem Camp, da haben die versucht, sich gegenseitig umzubringen. Ich erinnere mich an ein Drama, da kam die Polizei, hatte Schlagstöcke dabei. Ich habe immer nur gerufen, ich bin doch Erzieher, ich bin Erzieher. Und trotzdem habe ich Schläge abbekommen. So etwas gab es immer wieder. Es war eine Welt der Gewalt. Das Paradies versprachen die neuen Arbeitersiedlungen am Stadtrand. Schöne, helle Wohnungen mit Bad sogar. Wer hier wohnte, war stolz. Mit der Ölkrise Anfang der 70er kam dann die große Arbeitslosigkeit. Die Armut kehrte zurück. Viele verloren ihre Jobs. Und für die Kinder der Einwanderer gab es weder Arbeit noch Perspektiven.
Frankreich hat schon damals nicht begriffen, dass man es eigentlich nicht mit Ausländern zu tun hatte, sondern mit kleinen Franzosen, die einen maghrebinischen Namen hatten. Das hat man hier nie verstanden. Und diese Franzosen, weil sie eben Abdelkader oder Mohammed hießen, hatten dann Probleme, Jobs zu finden und sich zu integrieren. Dann hat man lauter Sachen versucht, Lebensläufe mit verdeckten Namen und so, aber das hat alles nichts genützt. Frankreich hat es nie verstanden, diese Probleme zu überwinden. So entstand am Rande der Großstädte ein explosives Gemisch aus Armut und Hoffnungslosigkeit. La Courneuve, die Heimat von Alibi Montana, hatte den Ruf, gefährlichste Vorstadt Frankreichs zu sein. Das enorme Hochhaus Balzac war lange Synonym für Drogen und für die florierende Schattenwirtschaft. Dieses Amateurvideo kursierte im Netz. Es zeigte deutlich, wer hier die Gesetze machte. Der französische Staat ganz bestimmt nicht. Siehst du mich? Alibi Montana hatte uns vor 10 Jahren mitgenommen zum Dealer-Hotspot Balzac. Er kannte noch ein paar Leute, aber hier muss auch er sich anmelden. Kaum nähert sich das Auto, hört man das Pfeifen der Späher. Alibi hat diesen Job früher selbst gemacht. Moment, ich gehe jetzt erstmal da raus mit denen reden. Die sind gerade dabei zu dealen. Ich erkläre denen das. Da gibt es mehrere Bandenchefs, die rufen sich jetzt gegenseitig an. Was ist denn da los? Da ist Alibi mit einem Kamerateam. Die tolerieren mich hier, aber es gibt viele, die nervt das total. Also bis gleich. Wenn du hier aufwächst, siehst du täglich Gewalt. Das schockt dich nicht mehr. Wir wissen nicht mal, was gut und böse ist. Man macht schlimme Sachen und merkt es nicht, weil man es für normal hält. Dabei ist das nicht gut. Hier wird man so. Man ist hier von Frankreich abgeschnitten. Von der ganzen Welt sogar. Das ist leider so. Die Gesetze der Republik hören da auf, wo der Bandenbezirk beginnt. Das lässt in La Courneuve nicht viel Platz für ein ganz normales Leben. Annie Vibert und ihre Freundin Catherine Gilly leben seit dem Bau der enormen Siedlung hier. Sie haben den Optimismus der Startphase erlebt und dann gesehen, wie das Viertel langsam verfällt. Vor 10 Jahren war ihr Hauptproblem die Sicherheit. Die Sicherheit, die Diebstähle, Überfälle, darüber spricht hier keiner. Aber das kommt fast jeden Tag vor und ich weiß nicht, wie oft. Ich kenne Tausende, aber keiner traut sich, das laut zu sagen. Im Jahr 2005 erreicht die Gewalt einen Höhepunkt. Vor dem Wohnblock Balzac wird der 11-jährige Sidi Ahmed erschossen. Er wusch das Auto seines Vaters und geriet zwischen 2 Dealerbanden, die um ihren Bezirk kämpften. Nicolas Sarkozy, damals Innenminister, forderte lautstark, diese Dealer-Ghettos müsse man mit dem Kercher säubern. Später bezeichnete er die Jugendlichen als Gesindel. Das war zu viel. Im gleichen Jahr begann in Clichy-sous-Bois die große Jugendrevolte. Sie dauerte mehrere Wochen. Eine der schwersten Sicherheitskrisen des Landes. Nicolas Sarkozy versprach damals, er werde hier aufräumen und für mehr Sicherheit sorgen. 2007 wurde er dann Präsident. Präsident aller Franzosen ohne Ausnahme, versprach er. Ein Marshallplan für die Banlieue stand in seinem Wahlprogramm. Mehr Chancengleichheit, mehr Arbeitsplätze, mehr Bildung. In La Courneuve soll alles besser werden. Der berüchtigte Wohnblock Balzac wird endlich abgerissen. Von den Plänen bis zum Abriss sind mehr als 15 Jahre vergangen. Solche Baumaßnahmen gibt es jetzt überall in der Banlieue.
Langfristig sollen die riesigen Wohnsilos durch kleinere Bauten ersetzt werden. Davon erhofft man sich ein ruhigeres und sichereres Wohngebiet. Catherine Gély hat in La Courneuve 7 Kinder alleine großgezogen und sich mit Gelegenheitsjobs durchgeschlagen. Wegen solcher Abrissarbeiten hat sie 3-mal die Wohnung gewechselt. Die Dealer aber sind auch nur ein Stück weitergezogen. Das Problem ist immer noch da. Solange die Jugendlichen keine Arbeit haben. Und hier gibt es ja viele, auch schon ganz junge, die können hier 100 Euro am Tag als Späher verdienen. Da hast du dann am Ende des Monats 3000 Euro. Das finden die besser als einen richtigen Job. Das ist leichtes Geld. Aber dahinter ist das Leben der anderen. Die Drogen, die Morde, die Unfälle. Dann wollte er alles besser machen. In den Vorstädten bekam François Hollande bis zu 70% der Stimmen. Er machte Hoffnung. Auch er wollte Arbeitsplätze schaffen mit neuen Programmen, speziell zugeschnitten auf die Problemviertel. Aber auch Hollande scheiterte an den Problemen in der Banlieue. Clichy-sous-Bois heute. Le Chêne Pointu heißt der heruntergekommene Wohnblock. Hier hatten damals die großen Unruhen begonnen. Sie waren dabei, als die größte Krise der Vorstädte losging. Die Rebellen von damals sind heute Ende 20. Wir wollten nur, dass man uns mal zuhört. Wenn wir geredet haben, passierte nichts. Als wir Autos angezündet haben, sind sie alle gekommen. Wir hatten damals keine andere Wahl. Und heute? Hier und da wird natürlich noch gedealt. Aber hier passieren nicht nur illegale Sachen, wie alle immer sagen. Das ist so ein Klischee. Manche fahren nach China, kaufen da Klamotten ein und verkaufen sie hier. Andere machen Videos, sie rappen oder machen Webseiten oder sowas. Sachen, für die man nicht viel Geld braucht, aber die ein bisschen was einbringen. Die Programme gegen Jugendarbeitslosigkeit greifen bei ihnen nicht mehr. Sie sind inzwischen zu alt. Mehr als 30 Pläne zur Rettung der Vorstädte hat es gegeben. Keiner hat bis jetzt wirklich funktioniert, auch der von Hollande nicht. Seine Finanzreformen haben hier die Ärmsten getroffen. Catherine Gély bekommt kein Wohngeld mehr. Und ihre Freundin Annie Vibert muss auf ihre Rente jetzt zum ersten Mal Steuern zahlen. Sie fanden, dass ich mit meinen 900 Euro zu viel verdiene. Ich zahle jetzt Steuern, bekomme kein Wohngeld mehr, meine Seniorenermäßigungen fallen weg. Ich muss 500 Euro Miete zahlen. Das ist jetzt der neue Coup von Monsieur le Président. Scheiße. Das ist doch wirklich scheiße. Das hat er mit allen Rentnern hier so gemacht. Dabei sind wir hier doch schon arm. Ehrlich? Ich bin am Ende. Alles, was ich im Monat verdiene, geht sofort in die Miete. Catherine Gély träumt davon, sich als Designerin selbstständig zu machen. Aber eine Firma gründen ohne Kapital, fast unmöglich. Und so kann sie im Moment weder sich selbst noch ihren Angestellten bezahlen. Aber das soll sich ändern. Ich will in meinem Land Arbeitsplätze schaffen. Aber wenn der Staat mich gar nicht unterstützt, dann gehe ich eben ins Ausland. Ich nehme meine ganzen Mitarbeiter gleich mit. Das haben sie dann davon. Catherine Gély nennt sich jetzt Cathy G. So soll auch ihre Marke heißen, mit der sie bekannt werden will. Ihre Models hat sie ganz bewusst aus La Courneuve und den umliegenden Problemvierteln geholt. Prêt-à-porter, made in banlieue. Die sagen immer, diese Vorstädte, das ist gefährlich. Die Mädchen verstecken sich oder verschleiern sich. Nein, der Beweis, ich komme aus La Courneuve, sie auch, sie auch. Und wir zeigen uns. Es ist, als ob du ein Etikett auf der Stirn hast. Das muss endlich aufhören.
Die Mädchen aus der Vorstadt sind abgestempelt. Man steckt sie in die Kategorie Banlieue, da macht man sowas einfach nicht. Es ist nicht so üblich. In der Banlieue hat jeder seine Schublade mit festen Regeln. Da darfst du eigentlich nicht ausbrechen. Eingezwängt zwischen dem Modeltraum und der Realität vor ihrer Haustüre, wo die Verhaltensregeln von Dealern gemacht werden. Man sieht einfach nichts. Man läuft daran vorbei und tut so, als würde man nichts merken. Das ist besser für uns, denn abends kommst du ja nach Hause. Wenn die dich da abfangen, man lernt, nichts zu sehen. Das sind Bilder aus einem YouTube-Musikvideo. France Ghetto haben sie es genannt. Es zeigt ein bizarres Best-of Ghetto-Gewalt. Das hier ist ein anderes Frankreich mit eigenen Regeln, an die man sich im Zweifelsfall besser hält. Man kann in Frankreich Waffen kaufen wie ein Baguette in der Bäckerei. Man braucht natürlich ein paar Kontakte, aber die kann man sich leicht beschaffen. Es reicht, in eine Vorstadt zu gehen, du bleibst eine Stunde und weißt, ob die Waffe vorrätig ist. Das ist sehr leicht geworden. Zur Drogen- und Bandenkriminalität aus den Vororten kommt jetzt auch der Islamismus als neue Gefahr dazu. Der selbsternannte Dschihadist Mohamed Merah aus dem Toulouser Problemvorort Le Mirail hatte diese jüdische Schule in der Innenstadt zum Ziel gemacht. Vor 3 Jahren. Seitdem hat man den Sicherheitszaun erhöht, die Überwachungskameras erneuert. Die Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto bis vor das mehrfach gesicherte Schultor. Das können wir nicht vergessen und nicht verzeihen. Das ist unverzeihlich. 19. März 2012. 3 Kinder und ein Lehrer werden kaltblütig erschossen. Zuvor hatte Mohamed Merah 3 Soldaten getötet. Er hat bewusst den französischen Staat und Juden angegriffen. Am 3. Jahrestag Kranzniederlegung. Frankreichs Innenminister und die Bildungsministerin kommen zum Gedenken. Die Regierung weiß, dass sie hier präsent sein muss. Denn der Antisemitismus ist zu einem großen Problem geworden. In Frankreich leben 500.000 Juden. Im vergangenen Jahr haben mehr als 7.000 das Land verlassen. In diesem Jahr rechnet man mit einer Verdoppelung dieser Zahl. Die Juden Frankreichs fühlen sich immer stärker bedroht. Die Zahl der antisemitischen Übergriffe hat sich vervielfacht. Der Anschlag auf die Schule in Toulouse und zuletzt auf den jüdischen Supermarkt belastet sie sehr. Ich werde nach Israel ziehen, früher oder später. Aber das ist schwer. Ich habe mein ganzes Leben in Frankreich gearbeitet. Wir sind erst einmal Franzosen und dann Juden. Wir sind in Frankreich geboren. Frankreich ist meine Heimat. Welche Zukunft hat unsere jüdische Gemeinde denn hier? Sie ist in einer Sandwich-Position zwischen dem radikalen Islam, der sich in den Vorstädten entwickelt, und den rechtsextremen um Marine Le Pen, die uns auch nicht mögen. Wir sind nicht gerade zu beneiden. Die Moschee von Toulouse liegt mitten im Problemviertel Le Mirail, dort, wo der Attentäter Merah aufgewachsen ist. Viele Muslime sind besorgt. Auch sie fühlen sich als Opfer, weil man einer ganzen Religion die Schuld daran gibt. Die Islamfeindlichkeit hat zugenommen. Seit der Merah-Affäre schon, aber seit den Attentaten vom Januar ist es noch schlimmer. Der Imam von Toulouse verurteilt die Taten öffentlich. Sein nächstes Freitagsgebet will er der Jugend widmen, ihren sozialen Problemen. Bei denen, die solche Taten begehen, muss man auch schauen, woher sie kommen, wie sie erzogen wurden. Man muss nach dem Motiv fragen. Die Täter verdienen eine harte Strafe, aber wir können nicht alle Muslime dafür verantwortlich machen. Wir müssen uns gegenseitig helfen, Muslime und Nicht-Muslime in Frankreich und Europa. Wir müssen versuchen zu verstehen, woher das Problem kommt, und dann gemeinsam nach Lösungen suchen.
Alibi Montana ist auch in Toulouse zum Arbeiten. Rap, die Stimme der frustrierten Vorstadtjugend. Es geht um das echte Leben auf der Straße. Ich lade meine Kalaschnikow, ich erwarte nichts von Hollande und auch nichts vom Staat, singt er. Ich habe ein kleines Augenzwinkern zu Hollande mit eingebaut. Das habe ich jahrelang für Sarkozy gemacht, aber Hollande hat es genauso verdient. Der ist auch nicht besser. Am Abend trifft er sich mit Freunden in Le Mirail. Einige haben Mohamed Merah gekannt, aber niemand will offen darüber sprechen. Ihr Image hier war immer schlecht. Aber Mohamed Merah kam eben aus ihrer Nachbarschaft, das hat es nicht besser gemacht. Dann kam Charlie Hebdo und jetzt hält man sie hier nicht nur für kriminell, sondern auch noch für radikale Islamisten. Fragt man in Le Mirail, bist du Charlie? Lautet die Antwort meist, ja, aber. Charlie zu sagen, nur um das zu sagen, nur weil das eine Mode ist, nein. Viele Leute haben es gesagt, aber nur um dabei zu sein, dann bringt das nichts. Viele hier konnten das nicht sagen. Ja. Natürlich haben es viele gedacht. Das ist eine Unterstützung, man ist solidarisch mit den Opfern. Aber es gab viele, die es nicht laut sagen konnten. Die Basis ist der Tod dieser Journalisten. Menschen sind gestorben. Da sagt man dann, ich bin Charlie. So regelt man doch keine Probleme. Aber auf der anderen Seite ist das eine Kettenreaktion mit der Meinungsfreiheit. Respekt muss es ja auf beiden Seiten geben. Sie haben doch den Propheten beleidigt. Die Koulibalys, die Kouachis und das alles, die Leute drehen durch. Die sozialen Unterschiede werden immer größer. Das bringt die Leute gegeneinander auf. Die besten Freunde werden plötzlich zu Feinden, die sich bekämpfen. Das Klima ist vergiftet. Das merkt man total. Es gibt hier inzwischen einen richtigen Hass auf uns Muslime. Die Leute haben Angst. Genau. Als wir uns hier vor ein paar Jahren getroffen haben, da gab es Hoffnung mit Hollande, dass man da irgendwie rauskommt. Jetzt hat das gewechselt und alle haben Angst vor dem anderen. Die Gesellschaft zersplittert in lauter kleine Gruppen. Dann plötzlich ein Schrei. Die Ansage ist klar, wir müssen jetzt gehen. Es gibt ein Problem. Das wird ohne uns gelöst. Wenig später dann waschen, rasieren, föhnen überflüssig. Nicht viel Arbeit hier, sagt Waid. Der kleine Friseursalon ist für gute Freunde auch spätabends noch geöffnet. Früher hat Waid seiner Familie die Haare geschnitten, dann eine Ausbildung gemacht und vor 2 Jahren seinen Salon aufgemacht. Einer der wenigen, die einen Job haben. Das sieht so leicht aus, aber wenn du eine richtig korrekte Glatze haben willst, dann ist das echt Arbeit. Der hat immerhin 15 Jahre Berufserfahrung. In Waids Salon läuft das Video, das sie mit Alibi zusammen aufgenommen haben. Der Titel Déterminé. Entschlossen. Sie sagen, dass sie raus wollen aus ihrem Ghetto, aber ihr Video zeigt genau das Gegenteil. Das ist ihre Welt. Hier sind sie stark. Wirklich glaubwürdig ist nur der, der weiß, wovon er rappt.
Alibi mit seiner Vergangenheit als Bandenchef mit Gefängniserfahrung ist eine anerkannte Figur der Szene. Auch wenn das alles schon eine Weile zurückliegt. Einen Teil des Videos haben sie bei Biggie Express gedreht. Biggie Express ist ihr Stammrestaurant. Inzwischen hat er sogar eine Filiale in Paris. Aber Biggie hatte in den letzten Monaten Umsatzeinbußen. Wegen Charlie. Machen wir uns nichts vor. Ich bin ein großer, dicker Schwarzer. Und ich trage einen Bart. Das können die Leute natürlich mit bestimmten Dingen in Verbindung bringen. Auch wenn das alles nichts miteinander zu tun hat. Ich bin nicht mal Moslem. Okay, die Leute sind nicht dumm. Sie wissen, dass sie ohne Probleme hierher zum Essen kommen können. Aber viele haben Angst und Panik nach all dem, was passiert ist. Diese kleine Baracke ist Foudil Benabadjis ganzer Stolz. Es ist die Moschee von Aix-les-Bains. Er hat damals dafür gesorgt, dass sie gebaut wird. Jetzt haben sie vor ein paar Wochen einen Brandsatz reingeworfen. Ein ganzer Gebetssaal ist ausgebrannt. Es gab einen enormen Anstieg der Islamfeindlichkeit. Es wurden Moscheen und auch Menschen angegriffen. Frauen mit Burka wurden meterweit durch die Städte geschleift und geschlagen. Andererseits hoffe ich, dass all diese Ereignisse die Gesellschaft irgendwie zusammenführen, dass es weniger Spaltungen gibt. Immerhin gab es sehr viele Muslime, Imame, die gemeinsam öffentlich zu Frieden aufgerufen haben. Nach den Charlie Hebdo-Attentaten große Gesten der Versöhnung. Demonstrativ besuchte Präsident Hollande die große Synagoge von Paris, gemeinsam mit Israels Ministerpräsident Netanyahu. Die Imame distanzieren sich öffentlich immer wieder, das sei nicht der Islam, sagen sie. Und die Republik setzt ein Zeichen. Der Moslem Lassana Batili, der Held, der beim Supermarktattentat mehrere Juden rettete, wird jetzt Franzose. Und der Staat kündigt an, noch mehr Geld in die Vorortpolitik zu stecken. Religiöse Konflikte, islamistisch motivierte Attentate, Antisemitismus, die extreme Rechte profitiert von der Spaltung der Gesellschaft. Der rechtspopulistische Front National ist inzwischen zu einer der erfolgreichsten Parteien Frankreichs geworden. Foudil Benabadji hat festgestellt, die Probleme der Religionen miteinander sind vor allem eine Folge großer Unkenntnis. In Frankreich gibt es keinen Religionsunterricht, das sieht die Verfassung vor. Er hat Erklärtafeln entworfen, die künftig in ganz Frankreich zur Information eingesetzt werden, auch in den Gefängnissen. Heute hat er einen Termin in der großen Moschee von Paris. Dort berät er auch andere Gefängnisseelsorger. Außerdem findet an diesem Tag ein wichtiges Treffen statt. Vertreter der großen Religionsgemeinschaften, Juden, Katholiken, Protestanten und Muslime beraten sich. Was tun, um die Lage zu entspannen, die Konflikte zu entschärfen? Unabhängig von ihrer Religion sollten sich die Menschen doch zuerst einmal als Franzosen fühlen, meint Foudil Benabadji. Wenn wir als Muslime in Frankreich anerkannt werden wollen, müssen wir uns anpassen. Wir müssen immer wieder sagen, wir lieben dieses Frankreich. Auch in den Moscheen müssen wir das sagen. Dieses Land kümmert sich um unsere Kinder und es bietet bessere Lebensbedingungen als unsere Heimatländer. Auch Cathy G. ist heute in Paris. Im schicken 8. Arrondissement. Sie lädt zum Casting. Im Sommer schon will sie ihre Marke auf den Markt bringen. Sie hat eine Internetagentur gefunden, die an ihr Projekt glaubt und ihr ein bisschen unter die Arme greift. Heute ist Probe.
Hier sind meine zukünftigen Mannequins, um meine Marke zu präsentieren. Das wird eine Weltpremiere. Ich stelle meine Marke in Form eines Theaters vor. Mehr kann ich nicht verraten. Das ist alles noch streng geheim. Die Agentur wird heute zum Casting-Tempel für die neue Designhoffnung aus der Vorstadt. Cathy G., die Selfmade-Frau aus der Banlieue, hat hier schon mal überzeugt. Und wenn das hier klappt, will sie endlich aufs Land ziehen. Cathy G. ist eine rührende Person mit einer Menschlichkeit, die mich sehr überzeugt. Es ist an der Zeit, dass sich bei ihr auch mal ein Traum erfüllt. Ein Model ist schon fest gebucht. Angela, Katrins Tochter, eines ihrer 7 Kinder. Sie ist meine Tochter. Mein Model und das Gesicht meiner Kollektion. Sie macht das, was ihre Mama nie selbst machen konnte. Ich freue mich sehr, dass sie da ist und hinter meinem Projekt steht. Wenn alles klappt, dann hängt ihre Kollektion schon diesen Sommer in den Boutiquen von Paris. Alibi Montana macht unterdessen weiter Werbung für das neue Radio und seine Talkshow. In den Vorstädten hat sich viel verändert, aber nicht viel verbessert. Im Gegenteil. Die Leute haben alle Illusionen verloren. Ich dürfte so eigentlich nicht sprechen, aber das ist die Realität. Ich bin durch die Vorstädte der ganzen Republik gefahren. Ich habe da mit dieser Jugend gesprochen. Das ist hart. Die sagen dir im Fernsehen lauter theoretische Sachen. Wir werden dies machen, wir werden das machen. Ich glaube, das ist alles nur hohles Gerede. Die Realität ist anders. Die Realität ist für viele richtig scheiße. Paris ist nur durch die Stadtautobahn von den Problembezirken getrennt. Aber dazwischen liegen Welten. Die Stimme der Vorstadt muss man jetzt auch in der Hauptstadt hören. Sie wollen nicht länger Franzosen zweiter Klasse sein. Und deshalb sitzt Alibi Montana auch heute wieder auf seiner Lokomotive. Es gab einen enormen Anstieg der Islamfeindlichkeit. Es wurden Moscheen und auch Menschen angegriffen. Frauen mit Burka wurden meterweit durch die Städte geschleift und geschlagen. Andererseits hoffe ich, dass all diese Ereignisse die Gesellschaft irgendwie zusammenführen. Dass es weniger Spaltungen gibt. Immerhin gab es sehr viele Muslime, Imame, die gemeinsam öffentlich zu Frieden aufgerufen haben. Nach den Charlie Hebdo-Attentaten große Gesten der Versöhnung. Demonstrativ besuchte Präsident Hollande die große Synagoge von Paris, gemeinsam mit Israels Ministerpräsident Netanyahu. Die Imame distanzieren sich öffentlich immer wieder, das sei nicht der Islam, sagen sie. Und die Republik setzt ein Zeichen. Der Moslem Lassana Batili, der Held, der beim Supermarktattentat mehrere Juden rettete, wird jetzt Franzose. Und der Staat kündigt an, noch mehr Geld in die Vorortpolitik zu stecken.
Religiöse Konflikte, islamistisch motivierte Attentate, Antisemitismus, die extreme Rechte profitiert von der Spaltung der Gesellschaft. Der rechtspopulistische Front National ist inzwischen zu einer der erfolgreichsten Parteien Frankreichs geworden. Foudil Benabadji hat festgestellt, die Probleme der Religionen miteinander sind vor allem eine Folge großer Unkenntnis. In Frankreich gibt es keinen Religionsunterricht, das sieht die Verfassung vor. Er hat Erklärtafeln entworfen, die künftig in ganz Frankreich zur Information eingesetzt werden, auch in den Gefängnissen. Heute hat er einen Termin in der großen Moschee von Paris. Dort berät er auch andere Gefängnisseelsorger. Außerdem findet an diesem Tag ein wichtiges Treffen statt. Vertreter der großen Religionsgemeinschaften, Juden, Katholiken, Protestanten und Muslime beraten sich. Was tun, um die Lage zu entspannen, die Konflikte zu entschärfen? Unabhängig von ihrer Religion sollten sich die Menschen doch zuerst einmal als Franzosen fühlen, meint Foudil Benabadji. Wenn wir als Muslime in Frankreich anerkannt werden wollen, müssen wir uns anpassen. Wir müssen immer wieder sagen, wir lieben dieses Frankreich. Auch in den Moscheen müssen wir das sagen. Dieses Land kümmert sich um unsere Kinder und es bietet bessere Lebensbedingungen als unsere Heimatländer. Auch Cathy G. ist heute in Paris. Im schicken 8. Arrondissement. Die Armut kehrte zurück. Viele verloren ihre Jobs und für die Kinder der Einwanderer gab es weder Arbeit noch Perspektiven. Frankreich hat schon damals nicht begriffen, dass man es eigentlich nicht mit Ausländern zu tun hatte, sondern mit kleinen Franzosen, die einen magrebinischen Namen hatten. Das hat man hier nie verstanden. Und diese Franzosen, weil sie eben Abdelkader oder Mohammed hießen, hatten dann Probleme, Jobs zu finden und sich zu integrieren. Dann hat man lauter Sachen versucht, Lebensläufe mit verdeckten Namen und so, aber das hat alles nichts genützt. Frankreich hat es nie verstanden, diese Probleme zu überwinden. So entstand am Rande der Großstädte ein explosives Gemisch aus Armut und Hoffnungslosigkeit. La Courneuve, die Heimat von Alibi Montana, hatte den Ruf, gefährlichste Vorstadt Frankreichs zu sein. Das enorme Hochhaus Balzac war lange Synonym für Drogen und für die florierende Schattenwirtschaft. Dieses Amateurvideo kursierte im Netz. Es zeigte deutlich, wer hier die Gesetze machte. Der französische Staat ganz bestimmt nicht. Siehst du mich? Alibi Montana hatte uns vor 10 Jahren mitgenommen zum Dealer-Hotspot Balzac. Er kannte noch ein paar Leute, aber hier muss auch er sich anmelden. Kaum nähert sich das Auto, hört man das Pfeifen der Späher. Alibi hat diesen Job früher selbst gemacht. Moment, ich gehe jetzt erstmal da raus mit denen reden. Die sind gerade dabei zu dealen. Ich erkläre denen das. Da gibt es mehrere Bandenchefs, die rufen sich jetzt gegenseitig an. Was ist denn da los? Da ist Alibi mit einem Kamerateam. Die tolerieren mich hier, aber es gibt viele, die nervt das total. Also bis gleich. Wenn du hier aufwächst, siehst du täglich Gewalt. Das schockt dich nicht mehr. Wir wissen nicht mal, was gut und böse ist. Man macht schlimme Sachen und merkt es nicht, weil man es für normal hält. Dabei ist das nicht gut. Hier wird man so. Man ist hier von Frankreich abgeschnitten. Von der ganzen Welt sogar. Das ist leider so. Die Gesetze der Republik hören da auf, wo der Bandenbezirk beginnt. Das lässt in La Courneuve nicht viel Platz für ein ganz normales Leben. Annie Vibert und ihre Freundin Catherine Gilly leben seit dem Bau der enormen Siedlung hier. Sie haben den Optimismus der Startphase erlebt und dann gesehen, wie das eine anerkannte Figur der Szene. Auch wenn das alles schon eine Weile zurückliegt. Einen Teil des Videos haben sie bei Biggie Express gedreht. Biggie Express ist ihr Stammrestaurant.
Inzwischen hat er sogar eine Filiale in Paris. Aber Biggie hatte in den letzten Monaten Umsatzeinbußen. Wegen Charlie. Machen wir uns nichts vor. Ich bin ein großer, dicker Schwarzer. Und ich trage einen Bart. Das können die Leute natürlich mit bestimmten Dingen in Verbindung bringen. Auch wenn das alles nichts miteinander zu tun hat. Ich bin nicht mal Moslem. Okay, die Leute sind nicht dumm, sie wissen, dass sie ohne Probleme hierher zum Essen kommen können. Aber viele haben Angst und Panik nach all dem, was passiert ist. Diese kleine Baracke ist Foudil Benabadjis ganzer Stolz. Es ist die Moschee von Aix-les-Bains. Er hat damals dafür gesorgt, dass sie gebaut wird. Jetzt haben sie vor ein paar Wochen einen Brandsatz reingeworfen. Ein ganzer Gebetssaal ist ausgebrannt. Es gab einen enormen Anstieg der Islamfeindlichkeit. Es wurden Moscheen und auch Menschen angegriffen. Frauen mit Burka wurden meterweit durch die Städte geschleift und geschlagen. Andererseits hoffe ich, dass all diese Ereignisse die Gesellschaft irgendwie zusammenführen, dass es weniger Spaltungen gibt. Immerhin gab es sehr viele Muslime, Imame, die gemeinsam öffentlich zu Frieden aufgerufen haben. Nach den Charlie Hebdo-Attentaten große Gesten der Versöhnung. Demonstrativ besuchte Präsident Hollande die große Synagoge von Paris, gemeinsam mit Israels Ministerpräsident Netanyahu. Die Imame distanzieren sich öffentlich immer wieder, das sei nicht der Islam, sagen sie. Und die Republik setzt ein Zeichen. Der Moslem Lassana Batili, der Held, der beim Supermarktattentat mehrere Juden rettete, wird jetzt Franzose. Und der Staat kündigt an, noch mehr Geld in die Vorortpolitik zu stecken. Religiöse Konflikte, islamistisch motivierte Attentate, Antisemitismus, die extreme Rechte profitiert von der Spaltung der Gesellschaft. Der rechtspopulistische Front National ist inzwischen zu einer der erfolgreichsten Parteien Frankreichs geworden. Foudil Benabadji hat festgestellt, die Probleme der Religionen miteinander sind vor allem eine Folge großer Unkenntnis. Ich bin ein großer, dicker Schwarzer und ich trage einen Bart. Das können die Leute natürlich mit bestimmten Dingen in Verbindung bringen, auch wenn das alles nichts miteinander zu tun hat. Ich bin nicht mal Moslem. Okay, die Leute sind nicht dumm, sie wissen, dass sie ohne Probleme hierher zum Essen kommen können. Aber viele haben Angst und Panik nach all dem, was passiert ist. Diese kleine Baracke ist Foudil Benabadjis ganzer Stolz. Es ist die Moschee von Aix-les-Bains. Er hat damals dafür gesorgt, dass sie gebaut wird. Jetzt haben sie vor ein paar Wochen einen Brandsatz reingeworfen. Ein ganzer Gebetssaal ist ausgebrannt. Es gab einen enormen Anstieg der Islamfeindlichkeit. Es wurden Moscheen und auch Menschen angegriffen. Frauen mit Burka wurden meterweit durch die Städte geschleift und geschlagen. Andererseits hoffe ich, dass all diese Ereignisse die Gesellschaft irgendwie zusammenführen, dass es weniger Spaltungen gibt. Immerhin gab es sehr viele Muslime, Imame, die gemeinsam öffentlich zu Frieden aufgerufen haben. Nach den Charlie Hebdo-Attentaten große Gesten der Versöhnung. Demonstrativ besuchte Präsident Hollande die große Synagoge von Paris, gemeinsam mit Israels Ministerpräsident Netanyahu. Die Imame distanzieren sich öffentlich immer wieder, das sei nicht der Islam, sagen sie. Und die Republik setzt ein Zeichen. Der Moslem Lassana Batili, der Held, der beim Supermarktattentat mehrere Juden rettete, wird jetzt Franzose. Und der Staat kündigt an, noch mehr Geld in die Vorortpolitik zu stecken. Religiöse Konflikte, islamistisch motivierte Attentate, Antisemitismus, die extreme Rechte profitiert von der Spaltung der Gesellschaft. Der rechtspopulistische Front National ist inzwischen zu einer der erfolgreichsten Parteien Frankreichs geworden.
Fudil Benabadji hat festgestellt, die Probleme der Religionen miteinander sind vor allem eine Folge großer Unkenntnis. In Frankreich gibt es keinen Religionsunterricht, das sieht die Verfassung vor. Er hat Erklärtafeln entworfen, die künftig in ganz Frankreich zur Information eingesetzt werden, auch in den Gefängnissen. Heute hat er einen Termin in der großen Moschee von Paris. Dort berät er auch andere Gefängnisseelsorge. Außerdem findet an diesem Tag ein wichtiges Treffen statt. Vertreter der großen Religionsgemeinschaften, Juden, Katholiken, Protestanten und Muslime beraten sich, will sie ihre Marke auf den Markt bringen. Sie hat eine Internetagentur gefunden, die an ihr Projekt glaubt und ihr ein bisschen unter die Arme greift. Heute ist Probe. Hier sind meine zukünftigen Mannequins, um meine Marke zu präsentieren. Das wird eine Weltpremiere. Ich stelle meine Marke in Form eines Theaters vor. Mehr kann ich nicht verraten. Das ist alles noch streng geheim. Die Agentur wird heute zum Casting-Tempel für die neue Designhoffnung aus der Vorstadt. Cathy G., die Selfmade-Frau aus der Banlieue, hat hier schon mal überzeugt. Und wenn das hier klappt, will sie endlich aufs Land ziehen. Cathy G. ist eine rührende Person mit einer Menschlichkeit, die mich sehr überzeugt. Es ist an der Zeit, dass sich bei ihr auch mal ein Traum erfüllt. Ein Model ist schon fest gebucht. Angela, Katrins Tochter, eines ihrer 7 Kinder. Sie ist meine Tochter, mein Model und das Gesicht meiner Kollektion. Sie macht das, was ihre Mama nie selbst machen konnte. Ich freue mich sehr, dass sie da ist und hinter meinem Projekt steht. Wenn alles klappt, dann hängt ihre Kollektion schon diesen Sommer in den Boutiquen von Paris. Alibi Montana macht unterdessen weiter Werbung für das neue Radio und seine Talkshow. In den Vorstädten hat sich viel verändert, aber nicht viel verbessert. Im Gegenteil. Die Leute haben alle Illusionen verloren. Ich dürfte so eigentlich nicht sprechen, aber das ist die Realität. Ich bin durch die Vorstädte der ganzen Republik gefahren. Ich habe da mit dieser Jugend gesprochen. Das ist hart. Die sagen dir im Fernsehen lauter theoretische Sachen. Wir werden dies machen, wir werden das machen. Ich glaube, das ist alles nur hohles Gerede. Die Realität ist anders. Die Realität ist für viele richtig scheiße. Paris ist nur durch die Stadtautobahn von den Problembezirken getrennt. Catherine Gély nennt sich jetzt Cathy G. So soll auch ihre Marke heißen, mit der sie bekannt werden will. Ihre Models hat sie ganz bewusst aus La Courneuve und den umliegenden Problemvierteln geholt. Prêt-à-porter, made in banlieue. Die sagen immer, diese Vorstädte, das ist gefährlich. Die Mädchen verstecken sich oder verschleiern sich. Nein, der Beweis, ich komme aus La Courneuve, sie auch. Und wir zeigen uns. Es ist, als ob du ein Etikett auf der Stirn hast. Das muss endlich aufhören. Die Mädchen aus der Vorstadt sind abgestempelt. Man steckt sie in die Kategorie Banlieue, da macht man sowas einfach nicht. Es ist nicht so üblich. In der Banlieue hat jeder seine Schublade mit festen Regeln. Da darfst du eigentlich nicht ausbrechen. Eingezwängt zwischen dem Modeltraum und der Realität vor ihrer Haustüre, wo die Verhaltensregeln von Dealern gemacht werden.
Man sieht einfach nichts. Man läuft daran vorbei und tut so, als würde man nichts merken. Das ist besser für uns, denn abends kommst du ja nach Hause. Wenn die dich da abfangen, man lernt, nichts zu sehen. Das sind Bilder aus einem YouTube-Musikvideo. France Ghetto haben sie es genannt. Es zeigt ein bizarres Best-of Ghetto-Gewalt. Das hier ist ein anderes Frankreich mit eigenen Regeln, an die man sich im Zweifelsfall besser hält. Man kann in Frankreich Waffen kaufen wie ein Baguette in der Bäckerei. Man braucht natürlich ein paar Kontakte, aber die kann man sich leicht beschaffen. Es reicht, in eine Vorstadt zu gehen, du bleibst eine Stunde und weißt, ob die Waffe vorrätig ist. Das ist sehr leicht geworden. Zur Drogen- und Bandenkriminalität aus den Vororten kommt jetzt auch der Islamismus als neue Gefahr dazu. Der selbsternannte Dschihadist Mohamed Merah aus dem Toulouser Problemvorort Le Mirail hatte diese jüdische Schule in der Innenstadt zum Ziel gemacht. Vor 3 Jahren. Seitdem hat man den Sicherheitszaun erhöht, die Überwachungskameras erneuert. Die Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto bis vor das mehrfach gesicherte Schultor. Das können wir nicht vergessen und nicht verzeihen. Das ist unverzeihlich. Ich will in meinem Land Arbeitsplätze schaffen. Aber wenn der Staat mich gar nicht unterstützt, dann gehe ich eben ins Ausland. Ich nehme meine ganzen Mitarbeiter gleich mit. Das haben sie dann davon. Catherine Gély nennt sich jetzt Cathy G. So soll auch ihre Marke heißen, mit der sie bekannt werden will. Ihre Models hat sie ganz bewusst aus La Courneuve und den umliegenden Problemvierteln geholt. Prêt-à-porter, made in banlieue. Die sagen immer, diese Vorstädte, das ist gefährlich. Die Mädchen verstecken sich oder verschleiern sich. Nein, der Beweis, ich komme aus La Courneuve, sie auch. Und wir zeigen uns. Es ist, als ob du ein Etikett auf der Stirn hast. Das muss endlich aufhören. Die Mädchen aus der Vorstadt sind abgestempelt. Man steckt sie in die Kategorie Banlieue, da macht man sowas einfach nicht. Es ist nicht so üblich. In der Banlieue hat jeder seine Schublade mit festen Regeln. Da darfst du eigentlich nicht ausbrechen. Eingezwängt zwischen dem Modeltraum und der Realität vor ihrer Haustüre, wo die Verhaltensregeln von Dealern gemacht werden. Man sieht einfach nichts. Man läuft daran vorbei und tut so, als würde man nichts merken. Das ist besser für uns, denn abends kommst du ja nach Hause. Wenn die dich da abfangen, man lernt, nichts zu sehen. Das sind Bilder aus einem YouTube-Musikvideo. France Ghetto haben sie es genannt. Es zeigt ein bizarres Best-of Ghetto-Gewalt. Das hier ist ein anderes Frankreich mit eigenen Regeln, an die man sich im Zweifelsfall besser hält. Man kann in Frankreich Waffen kaufen wie ein Baguette in der Bäckerei. Man braucht natürlich ein paar Kontakte, aber die kann man sich leicht beschaffen. Es reicht, in eine Vorstadt zu gehen, du bleibst eine Stunde und weißt, ob die Waffe vorrätig ist. Das ist sehr leicht geworden. Zur Drogen- und Bandenkriminalität aus den Vororten kommt jetzt auch der Islamismus als neue Gefahr dazu. Der selbsternannte Dschihadist Mohamed Merah aus dem Toulouser Problemvorort Le Mirail hatte diese jüdische Schule in der Innenstadt zum Ziel gemacht. Vor 3 Jahren.
Faktoren des Verbrechens. Der Neue, der wenig Erfahrung hat, kommt in ein System, in dem er sich weiter qualifizieren kann, wenn man so will. Er wird beraten von Leuten, die Erfahrung haben in allen Verbrechensbereichen. Er bekommt dort eine Art Adressbuch. Und wenn er aus dem Knast herauskommt, ist er viel besser gewappnet und viel gefährlicher als vorher. Anfangs hatte Alibi sich Sorgen gemacht, als sein kleiner Bruder ihm vor ein paar Jahren sagte, dass er jetzt auch zum Islam konvertiert sei. Aber er ist nicht radikal geworden. An diesem Freitag hat er sich kurz mit ihm verabredet, in der Tiefgarage. Er will ihm ein paar Flyer geben, Werbung für das Radio, die er in der Moschee verteilen soll. Alibis Bruder Ali Nu ist ein paar Jahre jünger. Auch er hat eine Zeit gesessen. Zur gleichen Zeit wie der Supermarktattentäter Koulibaly. Ja, ich habe ihn da gesehen. Als ich meine Strafe abgesessen habe, war der auch da. Hat er ihm etwas angemerkt? Das denkt man ja von niemandem, bis es passiert. Ich habe ihn nicht anders wahrgenommen als die ganzen anderen Gefangenen. Ich finde das einfach nur schade. Aber wie die Radikalisierung im Knast funktioniert, das hat er mehr als einmal deutlich gesehen. Sie suchen sich die Leute aus, die labil sind und nie Besuch bekommen. Sie machen ihnen klar, die da draußen haben dich hängen lassen, wir sind deine Familie. Sie geben ihnen zu essen und helfen, wo es geht. So lange, bis der Gefangene wirklich glaubt, dass diese Leute die Wahrheit sagen. Und danach fangen sie an. Sie sagen dem Gefangenen, der Staat ist schlecht, er hindert uns daran, unseren Glauben richtig zu leben. Das müsste eigentlich ganz anders sein und so weiter. Der Gefangene hat am Ende eine Gehirnwäsche hinter sich von Leuten, die ihm immer nur Gutes getan haben. Wenn er aus dem Gefängnis kommt, ist er kein Mensch mehr, sondern eine Maschine, die man leicht fernsteuern kann. Dann muss er los zum Freitagsgebet. Fudil Ben Abadji ist auch zu Hause Seelsorger. Heute hat er Besuch von Nureddin. Er hat vor ein paar Tagen die Haftanstalt verlassen. Gefangener ist er immer noch. Er trägt eine Fußfessel und darf sein Haus nur stundenweise verlassen. Diese Viertel haben einen miesen Ruf. Aber die Gründe liegen auf der Hand. Das Problem ist doch, wenn die Kinder einer Republik sich von ihr nicht repräsentiert fühlen, dann hat diese Republik ein Problem. Clichy-sous-Bois 2005. Weil zwei Jugendliche bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei sterben, zünden die Kinder der Vorstädte Autos und öffentliche Gebäude an. Flächenbrand in ganz Frankreich. Zum ersten Mal redet die ganze Welt darüber, was in Frankreichs Vororten schiefläuft. Toulouse 2012. Ein radikaler Islamist erschießt drei jüdische Kinder, einen Lehrer und drei Soldaten. Mohamed Merah, ein Kleinkrimineller aus dem Problemvorort Le Mirail. Er bezeichnet sich selbst als Kämpfer des Heiligen Krieges. Der Junge aus der Vorstadt wurde zum radikal-islamischen Killer und er blieb nicht der Einzige. Paris 2015. Allahu Akbar rufen sie und wir haben den Propheten gerecht. 12 Tote beim Anschlag auf das Satiremagazin Charlie Hebdo. Die Täter Said und Sherif Kouachi. Sie wurden von einem Prediger in einem Pariser Problemviertel radikalisiert. Sie planten ihre Attentate nicht allein. 2 Tage später. Anschlag mit Geiselnahme in einem jüdischen Supermarkt. 4 Menschen sterben dort. Der Täter Amedi Koulibaly. Er kommt aus Grigny, einem Pariser Vorort, schon wieder. Die Banlieue, Frankreichs schwierigste Problemzone. Seit den Attentaten reden alle wieder über die Vororte, in Frankreich und in der Welt. Amedi Koulibaly aus Grigny hatte sich zum Islamischen Staat bekannt, in einem Video. Vor den Attentaten saß er mehrmals im Knast. Dort war er später radikal geworden.
Immer mehr geraten Frankreichs Gefängnisse in den Fokus als Anstalten der Radikalisierung. Terrorgruppen wie der Islamische Staat scheinen dort ihren Nachwuchs zu rekrutieren. Für ihn ist der Knast ein Arbeitsplatz. Foudil Benabadji ist muslimischer Seelsorger im Gefängnis von Chambéry in den französischen Alpen. Seit 1992. Vorher gab es diesen Job gar nicht. Er war der erste in Frankreich. Viele Gefangene, die er betreut, kommen aus den sozialen Brennpunkten. Die sozialen Probleme dort spielen Radikalen in die Hände. Kameras sind in der Haftanstalt nicht erlaubt. Das Thema Radikalisierung zu heikel im Moment. Hier im Gefängnis erben wir diese Leute. Sie kommen oft aus den schwierigen Stadtvierteln. Da spielt sich das ab. Die Leute werden dort schon radikalisiert, weil sie sich in einer Notsituation befinden. Sie sind labil. Sie werden dann von Imamen an die Hand genommen, die gar keiner aus. Wir müssen immer wieder sagen, wir lieben dieses Frankreich. Auch in den Moscheen müssen wir das sagen. Dieses Land kümmert sich um unsere Kinder und es bietet bessere Lebensbedingungen als unsere Heimatländer. Auch Cathy G. ist heute in Paris. Im schicken 8. Arrondissement. Sie lädt zum Casting. Im Sommer schon will sie ihre Marke auf den Markt bringen. Sie hat eine Internetagentur gefunden, die an ihr Projekt glaubt und ihr ein bisschen unter die Arme greift. Heute ist Probe. Hier sind meine zukünftigen Mannequins, um meine Marke zu präsentieren. Das wird eine Weltpremiere. Ich stelle meine Marke in Form eines Theaters vor. Mehr kann ich nicht verraten. Das ist alles noch streng geheim. Die Agentur wird heute zum Casting-Tempel für die neue Designhoffnung aus der Vorstadt. Cathy G., die Selfmade-Frau aus der Banlieue, hat hier schon mal überzeugt. Und wenn das hier klappt, will sie endlich aufs Land ziehen. Cathy G. ist eine rührende Person mit einer Menschlichkeit, die mich sehr überzeugt. Es ist an der Zeit, dass sich bei ihr auch mal ein Traum erfüllt. Ein Model ist schon fest gebucht. Angela, Katrins Tochter, eines ihrer 7 Kinder. Sie ist meine Tochter. Mein Model und das Gesicht meiner Kollektion. Sie macht das, was ihre Mama nie selbst machen konnte. Ich freue mich sehr, dass sie da ist und hinter meinem Projekt steht. Wenn alles klappt, dann hängt ihre Kollektion schon diesen Sommer in den Boutiquen von Paris. Alibi Montana macht unterdessen weiter Werbung für das neue Radio und seine Talkshow. In den Vorstädten hat sich viel verändert, aber nicht viel verbessert. Im Gegenteil. Die Leute haben alle Illusionen verloren. Ich dürfte so eigentlich nicht sprechen, aber das ist die Realität. Ich bin durch die Vorstädte der ganzen Republik gefahren. Ich habe da mit dieser Jugend gesprochen. Das ist hart. Die sagen dir im Fernsehen lauter theoretische Sachen. Wir werden dies machen, wir werden das machen. Ich glaube, das ist alles